Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es darum, dass das Supertalent fake ist. Und zwar vorab möchte ich dazu mal sagen, dass ich selber nicht persönlich beim Supertalent direkt war, um was vorzuführen, sondern ich war gestern als Gast dort, da saß ich im Publikum. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen und die möchte ich heute besprechen. Ich habe mir hier so einen kleinen Notizzettel gemacht. Zuerst ist mir aufgefallen, dass das echt alles voll mit Kameras waren. Da war da eine da, man guckt dorthin, da war eine da. Alles voll mit Kameras waren. Man guckt sich so unter allen, so riesen Kameras. Dann ist mir noch aufgefallen, dass überall Leute sind, die in Rändern stehen und aufpassen, dass keiner filmt. Und wenn man den eben erwischt wurde, wie man filmt, dann musste man auch diese Aufnahmen direkt vor den Personen löschen. Gott sei Dank wurde ich nicht erwischt und habe ein paar Aufnahmen machen können. Die blende ich dann immer hier oben in der Ecke ein. Dann ist mir noch aufgefallen, dass überall sehr viele Mitarbeiter sind, die andauernd aufpassen, also nicht nur aufpassen, sondern auch sehr viele Kameramänner, sehr viele Leute für Ton, dann sehr viele Leute, die verschiedene Sachen sauber machen während der Show oder auch dazwischen. Nach jedem Kandidaten wird die Jury noch geschminkt, die Haare werden zurechtgemacht, die bekommen Trinken. Der Eintritt war völlig in Ordnung, der kostete 15 Euro pro Person. Dazu durfte jeder sich kostenlos Wasser mit reinnehmen. Was ich noch ziemlich überraschend fand, war, dass in der ersten Reihe saßen Leute, die halt für die erste Reihe Tickets hatten und dementsprechend mussten die aber irgendwie tauschen, die Sitzplätze oder auch ihr T-Shirt umziehen, weil da stand Markenname drauf und irgendwie dürfen die keine Markennamen hinter der Kamera im Publikum zeigen wegen irgendwie Werbung oder so. Aber also ich hätte jetzt gedacht, dass sie es einfach wegbearbeiten oder so oder die Kamera halt anders schwenken, dass die vielleicht nicht sichtbar sind. Und was ich noch ziemlich fake fand, ist, da gab es immer wieder Aufnahmen, wo dann eben halt die Kameras noch nicht liefen und der Sprecher der Show das Publikum aufgefordert hatte, einen kurzen Augenblick mal zu klatschen und zu jubeln und auch aufzustehen und auch zu buhen. Das meinte irgendwie so, das blendet er dann irgendwie für einen Schnitt oder so ein. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Fand ich schon ziemlich komisch, da das halt abgesprochen ist und die das halt nachträglich noch mit reinschneiden oder so. Was ich auch noch ziemlich komisch fand, also ich war ziemlich überrascht, so, weil zwischendurch konnten die Zuschauer eben Fans mit Dieter Bohlen machen und dann sind teilweise echt erwachsene Leute aufgestanden und diese Treppe runtergelaufen, um schnell ein Selfie mit ihnen machen zu können. Also das hätte ich gar nicht erwartet, vor allem weil das irgendwie erwachsene Leute sind so und also war schon merkwürdig. Aber sonst fand ich schon, dass sich hat sich gelohnt, das ging ungefähr ja, so 2,5 Stunden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen oder auch ein Abo. Und ciao!